Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Fishing Planet Anfänger Guide oder Anfänger Tutorial, wie auch immer. Ich weiß noch nicht, wie ich das nennen werde. Auf jeden Fall werde ich euch heute erklären, was es mit den Lizenzen und den Tagen auf sich hat und wie ihr das, sagen wir, zu verstehen habt, damit ihr halt ja die Tage ausnutzen könnt, um auch Plus zu machen und nicht in den Kosten für die Tage zu ertrinken. Und auch die Lizenzen werde ich aufbröseln, dass ihr diese besser verstehen könnt. Und zwar, jede Karte besitzt Lizenzen und diese Lizenzen ermöglichen euch zum Beispiel verschiedene Fische zu fangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Rocky Lake bin und dort mal auf die Lizenzen klicke, dann haben wir hier bei der einfachen Lizenz ein Freilassenfeld und dort steht halt Regenbogenforelle Trophäe, Goldforelle Trophäe einzigartig, Halsabschneiderforelle Trophäe einzigartig. Das heißt, diese Fische in den hier beschriebenen Stufen, sage ich mal, müssen freigelassen werden, wenn ihr sie fangt. Solltet ihr das nicht tun und sie einfach behalten, könnt ihr eine Strafe bekommen von bis zu 2000 Credits, beziehungsweise in dem Fall 2000 Credits. Das geht wirklich sehr stark nach oben, je nachdem, auf welcher Karte ihr seid, kann das weniger oder mehr sein. Es muss keine Strafe entstehen, aber es ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist da und das lohnt sich dann einfach nicht, weil ihr halt dann in den Kosten ertrinken würdet, wenn ihr jedes Mal 2000 Credits bezahlen müsstet, ja. Beim Nehmen gibt es keine Einschränkung, das heißt, ne, du musst diesen Fisch behalten, benutze dazu einen Setzcacher oder einen Stringer. Das heißt, es gibt bei manchen Seen, gibt es Fische, die müsst ihr behalten. Da könnt ihr euch nicht ausruhen von wegen, oh, der ist zu klein, den werde ich wieder reinwerfen, sondern den müsst ihr behalten. Der wird dann euren Setzcacher zumüllen, wenn es zum Beispiel ein schlechter ist und der steht auf dieser Liste, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen, ihr dürft ihn nicht wieder reinwerfen. Nachtangeln ist halt, ne, erklärt sich selber, da könnt ihr halt in der Nacht angeln, das ist auch ganz cool, werde ich euch noch zeigen. Und Bootsangeln, ja, ist hier halt ebenfalls nicht möglich, wenn ihr eine einfache Lizenz habt. Sobald ihr aber die fortgeschrittene Lizenz habt, könnt ihr hier alles freilassen, alles nehmen, Nachtangeln und auch Bootsangeln. Und gerade beim ersten Lake, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Lone Star Lake sich hier anschaut, da hat man ja die einfache Lizenz, zumindest ist das aktuell so, hat man immer die einfache Lizenz unlimitiert freigeschaltet. Und ich habe hier gerade zum Beispiel die fortgeschrittene gekauft. Und da zum Beispiel bei der einfachen darf man hier auch bestimmte Fische nicht behalten. Man hat beim Nehmen allerdings keine Einschränkung, genau wie auch bei der fortgeschrittenen. Und Nachtangeln darf man ebenfalls nicht. Also ihr seht, die Lizenzen, sage ich mal, bestimmen, was ihr beim See machen könnt und welche Fische ihr in euren Setzcacher setzen könnt, beziehungsweise welche ihr dann für Profit verkaufen dürft. Das ist eigentlich die ganze Funktion dieser Lizenzen. Und ja, wenn wir hier nochmal auf ein anderes Teil gucken, ich will euch mal eben kurz das Kaufen nochmal erklären. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den Rocky Lake geht oder sagen wir mal Falcon Lake und ich gehe jetzt hier auf die Lizenzen und sage Lizenzen kaufen, dann seht ihr hier einmal den Eintagespreis, dann den Dreitagespreis, Woche und Monat und das sind Realzeiten. Das heißt, wenn ihr am Montag, sage ich mal, kauft ihr die Woche, ja, dann könnt ihr am nächsten Montag, also eine Woche reale Zeit, könnt ihr hier für hier 12.600 halt angeln. Allerdings, wenn ihr nicht so viel spielt, dann lohnt sich das vielleicht nicht und dann seid ihr vielleicht besser bedient, wenn ihr hier so einen Tag nehmt. Ja? Da kann man auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, Geld mit sparen, aber auch nicht so viel. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall mal gucken. Und man kann sich halt auch unlimitierte Lizenzen kaufen für Baitcoins, heißen sie, glaube ich. Und das würde ich, wenn ihr irgendeinen kleinen See habt, wo ihr super, super gerne angelt, ja, dann könnt ihr das gerne machen. Zum Beispiel, ich persönlich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht bei den Lone Star Lake mache, weil dort gehe ich immer hin, wenn ich gerade so ein bisschen chillen möchte und da, ja, die normale Lizenz, beziehungsweise die fortgeschrittene Lizenz zu kaufen, das summiert sich auf Dauer halt auch. Und da mal eben 7 Baitcoins für auszugeben, damit ich da immer fortgeschritten habe, finde ich eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Deal, wird nachher natürlich entsprechend teurer. So, aber das war's mit den Lizenzen. Jetzt kommen wir zum Tagessystem. Und zwar habt ihr sicher schon gesehen, dass wenn ich hier mal so auf den Falcon Lake klicke, dass hier 4.900 pro Tag anfallen. Oder beim Rocky Lake 2.000. Oder Mudwater River hier, da auch 1.200. Allerdings, wenn ich jetzt sage, ich möchte noch einen Tag da verbringen, dann sind es auf einmal nur 1.400 statt 2.400. Was man ja eigentlich, man denkt ja jetzt, jeder Tag kostet 1.200, das ist aber nicht so. Und zwar nur die Reisekosten. Deswegen wird es auch wichtig, länger zu angeln.
bei diesen Karten, die halt Reisekosten haben, weil nur der erste Tag kostet so viel Cash. Danach die Tage kosten nicht so viel. Das sieht man hier auch in der Rechnung ganz schön. Die Transferkosten, um dahin zu kommen, kosten 1000, aber ein Tag kostet nur 200. Das heißt, wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr euch auch mehrere Tage holen und bezahlt dafür kaum etwas, könnt aber die ganze Zeit angeln und insgesamt dann bei 3 Tagen 3x euren Setzcacher komplett voll machen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen, wie das System in der Praxis aussieht, damit ihr genau wisst, wie das hier funktioniert und wie ihr ordentlich Cash verdienen könnt. Allerdings, wenn ihr einen neuen River oder einen neuen Lake besucht, dann würde ich euch eine Sache wirklich ganz, ganz stark empfehlen, bevor ihr hier mehrere Tage kauft. Und zwar geht einfach mal unter die Fischarten oder geht auch mal ein bisschen googeln, informiert euch da und schaut euch einfach mal die Fische an, wie groß die werden, etc. pp., was die so mögen. Zum Beispiel hier sind Teigbälle gut vertreten und ne, welche Kunstköder vielleicht beliebt sind bei den Hechten, zum Beispiel der Casting Spoon oder beim Forellenbarsch ebenfalls der Casting Spoon. Also da würde sich vielleicht mal ein bisschen Test mit dem Casting Spoon halt vielleicht mal anbieten. Dann hätten wir hier unten noch den grünen Sonnenbarsch, der mag zum Beispiel Grieskugeln. Oder hier der Karlhecht, der mag Shiner, ne, Crankbait, Chat. Der hier auch der Casting Spoon, der Kettenhecht. Oder. Dass ihr da einfach mal ein bisschen schaut, okay, welche Köder kann ich denn hier verwenden und welche sollte ich vielleicht mitnehmen? Und wenn man hier so ein bisschen durchschaut, merkt man bei diesem River zum Beispiel, dass der sehr spinning-intensiv ist, beziehungsweise man hier sehr gut spinnen kann, da hier einige Hechte unterwegs sind. Das habe ich halt auch schon getestet, ne? Der Grashecht zum Beispiel oder der Karlhecht oder der Kettenhecht, die lassen sich sehr gut mit dem Spinner rausholen. Beziehungsweise bei dem braucht man halt andere Kunstköder, aber ich habe den auch schon mal so dran gehabt. Aber das ist halt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall könnt ihr hier einfach mal so ein bisschen durchgucken und eure Angelsession halt planen. Das ist wichtig, da man ansonsten, sage ich mal, einfach so ins Blaue springt und es kann halt sein, dass ihr dann kaum Fische fangt. Deswegen dort am besten vorher mal ein bisschen googeln und euch informieren, wie man dort denn, sage ich mal, ja, was gut fangen kann. Ansonsten beim Lone Star Lake, sag ich mal, habt ihr dieses Risiko nicht so stark, weil hier kosten die Tage nichts. Also hier könnt ihr, sag ich mal, dieses Tagessystem auch einfach mal testen. Ja, da könnt ihr so viele Tage machen, wie ihr wollt. Das ist völlig scheißegal. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumtesten und, sag ich mal, so euren, ja, den Zeh ins Wasser stecken und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ansonsten, wenn ihr genug Geld habt, das einfach mal probieren wollt, am besten immer so 2-3 Tage mal nehmen und dann halt mit der passenden Ausrüstung dahin gehen und einfach mal rumprobieren. So, aber ich werde euch jetzt das Tagessystem zeigen, nachdem ich euch so ein bisschen was zu dieser Planung gesagt habe, ja. Und hier zum Beispiel würde ich jetzt auf die Fischarten gehen und einfach mal schauen, was sie so mögen. Also, wenn man hier so durchguckt, dann sieht man schon, Teigbälle und Grieskugeln sind hier ganz beliebt bei denen. Und da könnte man mit den beiden auf jeden Fall, denke ich, was fangen. Dann könnte man hier noch schauen, wie groß die ungefähr werden, etc. pp. Damit man auch entscheiden kann, was für eine, ja, Ködergröße man ungefähr braucht oder welche man nehmen sollte. Und ja, ich persönlich bin hier eigentlich ganz zufrieden mit der Dings hier zum Beispiel mit den, wo ist der hier, der Nano, der 1er Nano, weil ich gehe hier auf die Barsche und die werden teilweise bis zu 1,5 Kilo groß und die gehen da ganz gut dran. Den 2er kann man auch nehmen, allerdings hat der bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Das ist aber meine persönliche Erfahrung. Ich möchte euch zum Poseangeln hier gar nichts sagen, weil da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Deswegen, wir nehmen jetzt 3 Tage hier, ich bin ausgerüstet und wir gehen jetzt einfach mal zum Lone Star Lake. Ich werde dann gleich ein bisschen angeln hier und wir sehen uns gleich wieder, sobald ich einen Fisch geangelt habe. Jo, und da habe ich auch schon den ersten Barsch hier rausgezogen mit meinem Barbless Nanospoon. Der enttäuscht mich eigentlich nie. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass mein Kescher jetzt voll ist und ich, sage ich mal, den nächsten Tag angehen möchte, beziehungsweise jetzt halt weiter fischen möchte. Aber mein Kescher ist halt jetzt voll. Ne, gehen wir jetzt einmal davon aus, ich habe jetzt 12 Kilo Fische drin. Ich habe jetzt keinen Bock, so lange zu angeln. Und deswegen, dann drücke ich einfach auf T. Und dann sage ich, bis zum nächsten Morgen warten. Wenn ich jetzt allerdings auch nachts angeln wollen würde, dann könnte ich jetzt auch einfach sagen, 22 Uhr, dann beginnt mich das Nachtangeln. Das heißt, oder könnte auch 21 Uhr sein. Hier, genau 21, da fängt es dann langsam an und da, das ist jetzt das Nachtangeln. Und jetzt könnte ich hier halt auch angeln. Das geht allerdings nur mit der erweiterten Lizenz, ja, sonst wäre das illegal. Also, hier muss ich auch die erweiterte Lizenz für haben, um in der Nacht angeln zu dürfen.
Wenn ich jetzt allerdings, wie gesagt, einen vollen Setzcacher habe, ich möchte mein Geld einsammeln und weitermachen, dann gehe ich auf T und auf der nächste Morgen. Dann werden meine Fische hier verkauft, ich bekomme die EP dafür und auch mein Geld. Und ihr seht, simsalabim, oben mein Setzcacher ist wieder leer und ich kann weiter angeln. Wie gesagt, was Haken und Co. angeht, da müsst ihr ein bisschen selber rausfinden, was bei dem See funktioniert. Dort am besten so verschiedene Haken mitnehmen, wo ihr denkt, ah, das könnte funktionieren. Das gleiche gilt natürlich auch für die Köder. Ich persönlich finde das meiste einfach selber raus, gucke ein bisschen bei YouTube rum etc. pp., hol mir ein bisschen Anregung. Und wenn ihr dann vorbereitet seid, könnt ihr auch 3 Tage nehmen und mit diesem System, was ich euch jetzt gezeigt habe, könnt ihr dann auch profitabel angeln. Und die 3 Tage oder 4 Tage, wie lange ihr auch immer angeln wollt, könnt ihr dann voll ausnutzen. Wenn ich jetzt allerdings, sage ich mal, weggehen möchte, ja, und ich zum Beispiel mitten in der Session keine Zeit mehr habe, dann mache ich persönlich immer Alt F4. Ich weiß nicht, ob das auch über das System geht hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und einfach beenden sage, weiß ich nicht, ob das auch funktioniert. Ich nehme Alt F4 und wenn ich dann wieder ins Spiel gehe, dann lande ich wieder in diesem Bildschirm hier und kann einfach fischen gehen sagen und bin dann immer noch in dieser Session drinne. Und ja, das war's auch schon. Ich hoffe mal, dieser kleine Anfängerguide hat euch geholfen. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen. Ich hoffe, dass ich zukünftig noch mehrere solche Guides machen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euer Anfänger-Dasein in Fishing Planet ein bisschen verbessern konnte. Falls ja, Däumchen nicht vergessen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.